So, weiter geht's wieder mit Gothic 1. Und hier sieht man Gorn. Ja, im letzten Part war er ja noch da unten und hat da gegammelt wie ein Verrückter und kam einfach nicht nach oben. Jetzt habe ich ihm ja gesagt, er soll am Mineneingang warten. Das habe ich jetzt auch schnell gemacht und ihn dann wieder hergeholt, damit wir jetzt nicht dahinter laufen müssen und nochmal hierher. Also es ist nur eine Minute verloren gegangen, die ich jetzt kurz verschwendet habe, damit er wieder nach oben kommt. Ja, jetzt ist er wieder bei uns und dann kann es auch wieder gleich weitergehen. Mit den Gardisten hier unten, die wir im letzten Part leider noch nicht besiegt haben. So, Gorn zieht seine Waffe und geht auch gleich nach unten. Springt einfach mal, auch nicht schlecht. So, der erste ist schon besiegt durch ihn. Ja, der Gorn ist schon ein echter Kämpfer. Eine echte Kämpfernatur. Zack. Und Gorn tötet ihn gleich. Wunderbar. Perfektes Teamwork halt. Du wirst wenig Zeit haben, das zu bereuen. Du wirst wenig Zeit haben, das zu bereuen. Okay, die stehen einfach mal wieder auf. So, der ist schon mal umgefallen. Der tötet ihn, unser guter Gorn. Ich will die Gardisten jetzt hier nicht töten, weil letztes Mal ist ja der Gorn dann auf uns losgegangen. Ach, wir töten den jetzt einfach. Souverän gemeistert, Junge. Ja, natürlich souverän gemeistert, das bin ja auch ich. So, warum auch immer der mittendrin nochmal aufgestanden ist, während ich den da erstochen habe, ich weiß es nicht, aber naja, wie er mag. Und unser Held springt ein bisschen komisch nach oben. Wie als wäre er beim Ballett oder so. So, da oben ist nichts weiter. Das heißt, wir können tiefer ins Innere des Berges gehen. So, Gorn. Neue Gardisten. Zeig, was du drauf hast. Ich versuche mich mal mit der Armbrust. Lieber nicht, bevor ich noch Gorn abschieße oder so. Oder obwohl, da oben sind ein paar dieser dreckigen Gardisten. Lass dich hier nie wieder blicken. Na, verdammt. Na, verdammt. Na komm. Der zielt ihn da oben nicht an. So, jetzt hatte ich ihn mal kurz. Ach, keine Ahnung. Kein blassen Schimmer, wie ich den auch nur anvisieren kann. Du wirst wenig Zeit haben, das zu bereuen. Ja, ich weiß. Ja, scheiße, wenn man immer gleich wieder stirbt, ne? Okay, deine Sachen gehören auch noch mir. Gorn tötet die da oben, das ist... Oh! Ja, das ist auf jeden Fall wunderbar, aber hier sind echt viele Gardisten. Da kann man ja gar nichts anders machen, als den Gorn alles alleine machen zu lassen. Das dann auf jeden Fall sehr gut macht. Aber er tötet sie nicht ganz. Das finde ich jetzt nicht schön. Ja, Gorn, ich habe ihn schon getötet. Lass ihn mich einfach nur noch plündern, dann passt alles. Da ist noch ein Buddler. So, den hat er umgehauen, das heißt, wir speichern wieder. Und töten tut ihn auch gleich. Wir plündern ihn. Oh, der Buddler ist runtergefallen. Nicht schlecht. Hä? Der Buddler steht immer noch auf, okay. Wie er mag. So, dein Leben liegt jetzt in meiner Hand. Oder in meinem Schwert. Das darf doch nicht wahr sein. Hast du den immer noch nicht getötet oder was? Der bewegt sich noch, aber ist trotzdem tot. Okay, komische Sache. Aber das ist natürlich Gothic 1 live. Hier mit ganz vielen Bugs.
Also Gothic ist auch echt bekannt für seine Bugs, vor allem Gothic 3, aber davon ist jetzt hier noch nicht die Rede. Gorn ist auch ein bisschen zu dumm, hier runterzukommen. Na komm schon, Gorn. Der will einen echt verarschen, oder? Der kommt nicht die Treppe runter. Moment, dann laufen wir nochmal ein Stück. Ja, du darfst die Treppe benutzen. Da habe ich echt nichts dagegen. Benutz die Treppe, du Scheißkerl. Wow, wir treffen ja wirklich gut mit der Armbrust hier. Ach, die Schatten, die hauen ab. Na, so ein Schwachsinn. So, der ist tot. Und wo ist denn der liebe Gorn? Ach, der ist jetzt da unten. Was soll denn der Scheiß? So, dann schießen wir einfach mal den Gardisten hier ab. Wenn wir ihn überhaupt mal treffen sollten. Na wunderbar. So, das war's aber mit dem Gardisten da oben. Da war jetzt Gorn bei ihm. Da hat er auf jeden Fall keine Chance mehr. Ich hoffe, er hat ihn auch gleich getötet. Und wir sehen hier echt viele Parts in dieser Höhle hier unten. Das nervt auch ein wenig. So, da ist ein Butler dran gewesen zumindest. Der wurde natürlich auch von Gorn niedergestreckt. So, gleich mal ein paar Tränke wieder nehmen. Und Moment mal, was sind denn das? Bonus für maximale Lebensenergie, ja. Perfekt. So kann man also die Lebensenergie steigern. Jetzt haben wir Lebensenergie, wo ist sie? 310 insgesamt. Ich weiß nicht, ob das viel ist oder nicht. Ich hoffe mal schon. So, lebt er jetzt noch da oben? Scheint nicht so. Das heißt, wir klettern mal zu ihm hier hinauf. Ich hoffe, das klappt auch hier. Ja, klappt gerade noch so. Es sah nämlich so aus, als würde man dann runterfallen, wenn man da hochklettert. Weil die Treppe jetzt nicht ganz bis zum Ende ging, aber es hat ja noch funktioniert. Also, ist ja alles gut. Wow, gerade noch geschafft, ohne dass wir hier sterben. Also, hier runter zu springen. Nein, Gorn ist jetzt da hochgelaufen, das war ein Fehler. So, da ist wieder ein Schatten, den können wir noch schnell umbringen. Will der mich verarschen oder was? So, geht doch. Mann, oh Mann. Ich dachte schon, das ist jetzt nicht möglich, hier den umzulegen. So, noch eins weiter hier hoch. Mann, die Mine ist echt riesengroß. Nein, Butler, aus. Sowas ist böse. Man muss immer beim Besitzer bleiben. Okay, da oben ist noch ein Butler. Zack, ein Schlag und weg. Ach, töten ihn doch gleich. Mann, die armen Butler, die können doch nichts dafür, dass die Gardisten die Mine erobern wollen. Das ist doch alles nur Gomez seine Schuld. Heilkräuter. Und eine Spitzhacke, die brauchen wir ja unbedingt. Das war unsere allererste Waffe, mit der wir auch gekämpft haben. Also nicht so eine tolle Waffe.
So, Gorn hat endlich mal wieder zu uns gefunden, das ist ja auch toll. So, da unten sehe ich schon wieder ein paar Minecrawler Warriors. Und sind die jetzt eigentlich noch Schatten oder Gardisten oder... Nein, nur noch Minecrawler. Okay, das heißt, wir speichern natürlich jetzt. Und jetzt geht's zum spannenden Part über. So, Gorn, zeig, was du drauf hast. Okay, von dem bekommen wir Crawlerzangen und Panzerplatten eines Minecrawler-Kriegers. Hey, Moment mal! Da ist der Ork! Ich glaube, das ist der Ork, den wir suchen müssen. Aber zuerst räumen wir jetzt mal die Höhle hier. Gorn? Ja, du darfst angreifen. Dankeschön. So, Nummer 1 tot. Nummer 2 greife ich noch nicht an, erst wenn der Gorn einmal angegriffen hat. So, und besiegt. Perfekt. Dann noch einmal die plündern hier. Ist hier sonst noch irgendwas, von dem ich wissen sollte? Altes Schwert, Fackel. Und ja, anscheinend nicht. Das heißt, wir reden jetzt einfach mal mit dem Ork da oben. Keine Ahnung, wie er heißt. Werden wir gleich herausfinden. Orksklave. Na toll, schöner Name. Tarok brauchen Hilfe. Tarok verletzt. Was ist geschehen? Tarok hier gefangen von blauen Soldaten. Plötzlich überall rote Soldaten. Rote Soldaten töten alles. Tarok hierhin geflohen. Rote Soldaten nicht gehen hierhin. Rote Soldaten fürchten gar Luke. Bitte helfen. Tarok verletzt. Was kann ich für dich tun? Tarok brauchen starke Medizin. Tarok, sonst sterben. Was für Medizin? Gahluk mich vergiftet. Tarok brauchen Medizin. Tarok haben Medizin, aber Tarok verlieren. Tarok nicht finden. Ich werde die Medizin wiederfinden. Tarok sehr schwach. Fremder beeilen, sonst Tarok sterben. Okay, er hat also einen Namen und zwar Tarok. Und wir müssen nun irgendwie eine Medizin für ihn finden. Und Moment mal. Okay. Einfach mal durch irgendwie solche Holzbarren hindurchgelaufen. Das nenne ich mal wieder Logik. Und ich hab Schiss, hier runter zu gehen. Ja, das auf jeden Fall. Aber wir reden jetzt nochmal weiter mit dem Orksklaven. Was bedeutet Gahluk? Seien große Tiere auf vielen Beinen. Gahluk gefährlich. Orks und Menschen fressen. Du meinst wohl die Minecrawler hier unten. Du sprichst unsere Sprache. Tarok schon lange Sklave von Menschen. Tarok gut zuhören. Ich kann die Medizin nicht finden. Fremder suchen weiter. Medizin hier unten sein. Tarok fliehen vor Gahluk. Tarok sich bei Flucht verstecken. Fremde auch suchen in Nischen. Okay, wir sollen also auch in Nischen suchen, aber er hat noch mehr zu sagen, deswegen bitte rede mit mir gescheit. Bist du ein Freund von Urshak, dem Schamanen? Urshak waren Sklave wie Tarok. Urshak gelaufen weg, seien viele Winter her. Dein Freund sagte, du könntest mir ein Ulumulu machen. Tarok sehr schwach. Tarok ohne Medizin sterben. Fremder bringen Medizin. Dann Tarok helfen. Okay. Fremder kommen wieder. Dann also erstmal um die Medizin für Tarok kümmern. Und wir wären hier jetzt fast gestorben, weil wir so einen waghalsigen Sprung gewagt haben. Und dann nochmal speichern.
So, er hat sich also auch in Nischen versteckt. Das interessiert uns aber erst jetzt wirklich im nächsten Part, denn dann erkunden wir die Höhle ein wenig genauer und intensiver. Deswegen bis dann, haut rein.